Moin Moin zum Bundesliga-Tipp. Bundesliga-Tipp, 16. Spieltag, zweite Bundesliga. Stand der Dinge steht da unten, wie gehabt. Es steht aktuell unentschieden, das ist unglaublich. Und von daher, wenn das dann Abschluss der Saison so sein wird, dann ist das gut. Ja, sonst zweite Liga, unglaublich spannend, der Aufstiegskampf, wenn es jetzt Ende der Saison wäre. Hinrunde ist schon zumindest die Ende. Platz 2 bis Platz 8, 2 Punkte auseinander. Also spannender kannst du es kaum haben. Los geht's mit meinen Tipps. Erste Begegnung, Fortuna Düsseldorf gegen den SV Sandhausen. Ja, ich denke mal, dass die Düsseldorfer das Ding gewinnen werden mit 2-0. Nach Kais Tipp ist es ein 1-0. Ja, also kann man so sehen, kann man aber auch anders sehen. Ich war auch einfach lange Zeit im Überlegen, habe gedacht, 1-0, 2-0. Auch wenn die beiden Minimalisten so manchmal sind, 2-0 wird schon reichen. Ja, damit man oben bleibt. Das nächste Spiel ist zwischen Bochum und Pauli. Der VfL Bochum ja momentan in so einer kleinen Krise. Läuft einfach überhaupt momentan gar nichts. Hat man auch gegen Ingolstadt gesehen. Für die Bochumer hieß es eigentlich irgendwie Pech und alles dabei. Und jetzt gegen Pauli. Pauli momentan einer der schwächsten Teams der Liga. Natürlich ein Wunschgegner in der Hinsicht. Aber wenn man zu Hause erst einen Sieg, einen Unentschieden hat und sonst alles nochmal ein Sieg und eine Niederlage und sonst immer unentschieden, dann ist das irgendwie schon schlecht. Pauli aber als auswärts schwach bekannt. Haben noch nichts irgendwie groß in der Fremde gerissen. So reißen sie auch heute nichts. Oder besser gesagt, am Freitag nichts. Bochum gewinnt 1-0 nach Kais Tipp 2-0. Das nächste Spiel ist zwischen dem FC Heidenheim und dem VfR Aalen. Ja, die Aalener sind auch momentan echt schlecht drauf. Klappt einfach auch nichts. Und jetzt gegen ein heimstarkes Team, was noch nicht zu Hause verloren hat. Ja. Klar, also ganz klar, 3-0 für Heidenheim und das tippt der Kai ebenfalls. Das nächste Spiel findet am Samstag statt. Es findet statt zwischen Kaiserslautern und Erzgebirge Aue. Ich habe mir was dazu geschrieben. Und zwar, es ist bislang so, dass Kaiserslautern noch nie verloren hat zu Hause gegen Aue. Also immer gewonnen und immer war man der strahlende Sieger, egal wo Kaiserslautern stand, selbst als sie noch unten waren, in dem einen Jahr. Was heißt das jetzt? Die große Frage, Aufstiegsrennen wieder mit dabei? Ja, 2-0, Kais-Tipp, 2-1. Das nächste Spiel ist zwischen Darmstadt 98 und der Spielvereinigung Greuther Fürth. Zwischen 1994 und 1997 haben sich diese beiden Teams in der Regionalliga Süd getroffen. Ich glaube, zuschauertechnisch waren das nicht mal mehr 1000 oder so. Auf jeden Fall, die Spiele waren extrem aufregend. Zumindest, wenn man das laut diesen Berichten lesen soll. Ja, aufregend, torreich, aber hauptsächlich Amateure am Werk. Und jetzt heißt es Profis. Profis gegeneinander. Welche Profis sind nun besser? Ich denke mal, dass die Fürther das Spiel verlieren werden mit einem 2-0 nach Kais Tipp 1-0. Darmstadt weiterhin oben auf, denn auf Platz 3. Kommen wir nun zum zweiten, nämlich Karlsruhe gegen Braunschweig. Die Braunschweiger haben sich so langsam still und heimlich auf Platz 2 geschoben. Haben viele an Anfang der Saison erwartet, so zweiter, dritter, boah. Nürnberg auf 1, aber Nürnberg ist nun eben nicht auf 1, die stehen halt leider unten. Und das ist nicht wirklich jetzt das Topspiel gegeneinander. Oder? Doch, es ist das Topspiel gegeneinander. Karlsruhe und auch Braunschweig sind momentan in einer Top-Verfassung. Besser kannst du es bei beiden nicht haben. Warum auch immer das Spiel nicht das Montagsspiel ist, es hat zumindest einen Montag-Charakter. Ja. Es steht aber am Ende 0-0 nach Kais Tipp dasselbe, 0-0. Nicht, weil beide Teams es nicht schaffen, das Tor zu erzielen. Nein, weil die Torhüter alle Dinge halten und dann endet das 0-0. Das nächste Spiel ist zwischen Union Berlin und dem FSV Frankfurt. Und
auch wenn Union Berlin momentan so ein leichter Durchhänger hat. Gegen die Frankfurter haben sie noch nie verloren. Ja, zu Hause zumindest noch nie. Aber der FSV Frankfurt war damals nicht so top auswärts. Die holen fast ihre gesamten Punkte immer in der Fremde. Und warum nicht heute in Berlin? Oder besser gesagt, dann am Sonntag in Berlin. Frankfurt gewinnt 2-1. Nach Kais Tipp gewinnt Frankfurt 1-0. Das nächste Spiel ist zwischen RB Leipzig und dem FC Ingolstadt. Jo, die Minimalisten von Ingolstadt, irgendwie der fremde Minimalist, ja, 1-0, das reicht schon immer. Bei Leipzig, da weiß man nicht so richtig, was man da hat, wenn die zu Hause spielen. Mal spielen sie wirklich gut zu Hause, mal spielen sie echt katastrophal zu Hause und dann... Oh, also es liegt vielleicht ein bisschen so an den Fans, wie sie gelaunt sind, wie sie das Team unterstützen, wie sie das nicht unterstützen. Also das ist ja... Der Verein ist irgendwie in sich selber in der Krise momentan. Jetzt gegen den Tabellenführer heißt das alles oder nichts setzen. Andersrum, Leipzig hat gegen die Guten oben alle unentschieden gespielt. So auch jetzt gegen Ingolstadt. 1-1 unentschieden nach Kais Tipp 0-0. Kommen wir nun zum Murmeltier der Saison wahrscheinlich. Nürnberg spielt wieder am Montag. Nürnberg diesmal gegen 1860 München Derby. Weiß ich auch nicht, warum die immer und immer wieder Montag spielen. Vielleicht, weil die Leute gedacht haben, ach komm, Nürnberg, die steigen direkt wieder auf und packen wir sie immer auf Montag. Lernen die ein bisschen den Montag kennen. Irgendwie finde ich das nicht so sinnvoll. Gegen Braunschweig, das war ja wohl das, was sie davor auch schon gezeigt haben. Irgendwie Lustlosigkeit und es hat nichts funktioniert und dann haben wir halt 1-0 verloren. Oh, kämpfen wir halt nicht. Das ist so ein bisschen doof gelaufen, finde ich. Tragisch. Jetzt gegen 1860 München. Jo, die haben auch so welche Phasen zwischendurch. Dementsprechend denke ich mal, wenn Nürnberg diese Phase nicht wegkriegt. Unsere Nürnberg gegen 1860 München 1-1. Nach Kais Tipp hingegen ist das so, dass Nürnberg diese Phase überwindet. Nürnberg gewinnt 2-1. Gut, das waren meine Tipps für den 16. Spieltag. Der 17. Spieltag ist der letzte Spieltag der Hinrunde, was aber nicht gleichzeitig bedeutet, dass es zur Winterpause geht. Nein, die spielen noch zwei Spieltage danach, weil sie zwei Spieltage davor vorgelegt haben, was ich ehrlich gesagt ein bisschen idiotisch finde, aber nun gut, lass sie doch. Wir sehen uns dementsprechend am nächsten Spieltag wieder zur ersten Bundesliga. Wenn ihr mögt, schaltet ein, wenn nicht, dann nicht. Der Zoom-Fehler ist immer noch drin. Ich hoffe, euch stört's nicht. Wir sehen uns, bis dahin, macht's gut!